In meinem letzten Video habe ich dir erklärt, was Agile HR eigentlich bedeutet. Ich habe das agile HR-Manifest zugrunde gelegt und dir ein paar Beispiele genannt, wie das Ganze in der Praxis aussehen könnte. Und in diesem heutigen Video möchte ich dir gerne ein paar leichtgewichtige Beispiele oder Vorschläge liefern, wie du deine Personalabteilung oder auch überhaupt dein Unternehmen agiler aufstellen kannst. Es sind drei, um genau zu sein, und ich denke, dass das ein oder andere überraschend sein wird, aber eher im Sinne von unspektakulär. Aber wir wollen es ja einfach und simpel halten, und dann würde ich sagen, starten wir sofort. Mein erster Tipp an dich ist einfach machen. Wie oft sind wir in der Praxis unterwegs, beschweren uns über bestimmte Dinge, uns missfallen Dinge und wir packen sie einfach nicht an. In der agilen Welt gibt es den Ausspruch, fail often and therefore early. Und genau das sollst du dir auch zu eigen machen. Es ist überhaupt nichts Schlimmes daran, während eines Prozesses, wenn du irgendetwas implementierst oder etablieren möchtest, wieder zurückzufallen sozusagen und wieder von neuem anzufangen, beziehungsweise du fängst dann nicht mehr von neuem an, sondern du hast eine Erfahrung gesammelt und deine Erfahrung hatte gezeigt, dass du bestimmte Dinge vielleicht verbessern kannst und deswegen passt du deinen Prozess sozusagen an. Deswegen trau dich, nur Mut und mach einfach. Mein zweiter Tipp an dich ist, ein Scrum-Board zu etablieren. Und zwar ein ganz leichtgewichtiges. Und das soll zum einen das Netzwerken fördern innerhalb deiner Personalabteilung oder deines Unternehmens, je nach Unternehmensgröße natürlich, muss das auch angepasst werden. Und die Transparenz soll das natürlich fördern und die Kommunikation. Ich beziehe mich jetzt einfach auf Personalabteilungen, weil ich aus dem Bereich komme und weil das auch meine Zielgruppe ist vorrangig. Und deswegen ist mein Vorschlag ein sogenanntes Scrum-Board. Das Scrum-Board ist in vier Spalten unterteilt. Das eine nennt sich Backlog, die zweite Spalte nennt sich In Progress, die dritte Spalte nennt sich Review und die vierte nennt sich Done. In den Backlog schiebst du alle Aufgaben, die anstehen sozusagen. Das können Projekte beispielsweise sein. Ich würde an eurer Stelle oder an deiner Stelle erstmal mit Projekten anfangen, bevor Verwaltungsschritte genau prozessualisiert werden oder aufgezeigt werden. Im nächsten Schritt unter In Progress nimmst du alle Aufgaben rein, an denen gerade gearbeitet wird. Zum Beispiel ist dein Projekt die digitale Personalakte, dann nimmst du ein Post-it, schreibst digitale Personalakte drauf und klebst es dann in den In Progress. Darunter kannst du natürlich auch lauter kleine Einzelschritte mit aufnehmen, aber versuch es erstmal so grob wie möglich zu halten, bevor du dich im Detail verlierst. Im nächsten Schritt würdest du diesen Post-it in die Spalte in Review oder Review rüberschieben, und zwar wenn du von anderen sozusagen abhängig bist, wenn du von anderen Input brauchst, dann greift diese Spalte Review. Was du nicht machen kannst, ist sozusagen von der rechten Spalte in die linke zurückspringen. Also dieses Board zeigt natürlich auch einen Prozess, einen fortlaufenden Prozess. Das heißt, überleg dir genau, welche Aufgaben du auf dieses Post-it schreibst, damit du es vermeidest, von rechts nach links zu arbeiten. Wenn du eine neue Aufgabe anfangen solltest, dann fängt die, wie gesagt, immer von links nach rechts an. Wenn die Aufgabe dann erledigt ist, dann kannst du dein Post-it in die Spalte dann rüberschieben und das signalisiert natürlich einen Projekterfolg und zeigt eben, dass da etwas erledigt wurde. Und mit der Zeit sammelst du dann entsprechend viele Posts und kannst dann auch visuell festhalten, wie deine Aufgabenverteilung war, wie viele Aufgaben du wann geschafft hast. Natürlich kann man da noch ein bisschen tiefer reingehen. Das Scrumboard bietet noch viel mehr Möglichkeiten, deine Arbeit auch zu dokumentieren und zu zeigen. Aber wie gesagt, versuch es am Anfang so leichtgewichtig wie möglich zu halten und dich auf das Wesentliche zu reduzieren. Am besten installierst du dieses Scrumboard an einer zentralen Anlaufstelle. Vielleicht habt ihr einen Konferenzraum, den ihr in der HR-Abteilung nutzt, dann kannst du das zum Beispiel nehmen, oder ihr seid immer wieder im selben Büro, dann kannst du auch da natürlich hingehen und dieses Scrumboard aufhängen, oder ihr nutzt eure Kaffeeküche und könnt da eure Aufgaben hinhängen.
einfach auch um einen, ja, Punkt zu haben, wo ihr euch wirklich treffen könnt, also auch symbolischer Natur irgendwie. In der Kaffeeküche trifft man sich am meisten in der Regel und da würde es wahrscheinlich auch Sinn machen, dieses Scrumboard aufzuhängen. Jetzt muss man natürlich vorsichtig sein wegen Datenschutz, das ist so ein Sonderthema in der HR-Abteilung. Vielleicht guckst du erstmal, dass es Aufgaben sind, die jetzt nicht so kritisch sind für den Datenschutz, wobei wir natürlich auch in der agilen Welt eine gewisse Transparenz fördern möchten, aber das ist wahrscheinlich ein Thema für ein anderes Video. Und der dritte Punkt ist die Arbeitsumgebung. Wenn du die Möglichkeit hast, dann guck doch mal, wie du deinen Arbeitsort, deinen Arbeitsplatz so gestalten hast, dass dir kreatives und inspirierendes Arbeiten leichter fällt. Vielleicht kannst du auf deiner Wand auch ein paar bunte Bilder hinhängen oder du installierst auch hier dein Scrumboard, so im Kleinen vielleicht. Oder vielleicht könnt ihr Whiteboards hinhängen und das dazu nutzen, um zwischendrin mal kreativ zu arbeiten. Oder ihr macht eure Projekte an die Wände, an denen ihr gerade arbeitet. Also es ist ganz vielfältig. Oder vielleicht tut es auch einfach eine kleine Blume oder eine große Blume, die du dir in den Raum stellen kannst. Also was auch immer dir dabei hilft, kreativer zu sein und dir Inspiration zu holen, ist richtig. Also schau mal, was du tun kannst. Und wenn du als Führungskraft sagst oder als Geschäftsinhaber, ja super, das kostet doch alles nur Zeit und Geld und die sollen mal alle richtig was arbeiten, dann ist es einerseits zwar richtig, aber andererseits bedenke auch hier, das sind ganz kleine Schritte, die einen Mega-Effekt haben können. Und wenn es deinen Mitarbeitern gefällt oder wenn es ihnen hilft, besser zu arbeiten und auch kreativer zu arbeiten, dann sollte ihnen dieser Freiraum auf jeden Fall eingestanden werden, damit sie sich da auch einbringen und entfalten können. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Mitarbeiter auch in der Lage sind, wirtschaftlich zu denken und sich genau überlegen, ob etwas Sinn macht in der Bürogestaltung oder nicht. Und ihr könnt ja immer noch Schritte einschalten, die einer Abstimmung bedürfen, sodass du als Führungskraft auch immer mit involviert bist und Mitarbeiter nicht einfach was bestellen. Das sind schon meine drei ganz einfachen Schritte, mit denen du ein bisschen mehr Agilität in dein Unternehmen oder in deine Personalabteilung bringen kannst. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Natürlich folgen da auch weitere Schritte und natürlich muss man in diesem ganzen Umfeld auch andere Maßnahmen angehen. Es geht um Methodenwissen, wir müssen die Rollen neu definieren, Prozesse müssen angeguckt werden und wahrscheinlich auch digitalisiert werden und am Ende mündet das Ganze auch natürlich in einer anderen Unternehmenskultur beziehungsweise auch einer Kultur, die dann in der Personalabteilung aufgehängt ist und die einer neuen Vision und Mission für die Personalabteilung bedarf. Aber trotzdem ging es ja darum, auch zu zeigen, wie du mit ganz kleinen Minischritten auch schon einen großen Effekt erzielen kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über deinen Daumen nach oben. Vielleicht magst du auch meinen Kanal abonnieren. Und wenn du Benachrichtigungen bekommen willst, dass wieder ein neues Video erschienen ist, kommt ja bei mir jetzt leider nicht so regelmäßig vor, dann drück auf die Glocke. Und dann solltest du eigentlich immer eine Benachrichtigung bekommen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.